1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor und wir machen weiter mit dem Deep Dive rund um den Sabbath Crusade und steigen dieses Mal in eine Folge ein, wo ich mich viel stärker auf die Ereignisse aus einem der Romane in der Gaunt's Ghosts-Reihe beziehe. Also gar nicht das große ganze Bild, was in diesen großen Überblicken beschrieben ist, angehe, nicht diese planetenweiten Kriege wie jetzt der Ljubow-Krieg, sondern wo es um eine bestimmte Aktion geht und in der Gaunt und seine Krieger, seine Geister stärker ins Bewusstsein von Elementen des imperialen Oberkommandos rücken. Und zwar geht es um die Salvation's Reach Operation. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Das imperiale Oberkommando und gerade die Strategen und die Taktiker unter Lord Sybin haben festgestellt, dass beziehungsweise der Nachrichtendienst hat natürlich festgestellt, ja, es gibt diese scheinbar geeinte Front von Chaos-Anhängern, die gegen das Imperium kämpfen unter verschiedenen Anführern. Aber natürlich ist das eine Front, die trotz allem so eine eigene interne Politik hat. Also der mehr oder minder offen erwartete Konflikt zwischen dem Anarchen Anaquanar Sek und dem Archon Earl of Gore oder Gaur, wie auch immer man es aussprechen will. Die kooperieren miteinander, die haben sich auch geeinigt, aber sie sind keine Freunde, um das mal ganz salopp zu formulieren. Das liegt einerseits natürlich an zwei Persönlichkeiten mit dem unbedingten Willen zur Macht und andererseits liegt das an ihrer Stammeszugehörigkeit. Denn Urlok selber und viele Angehörige seines Blutpaktes entstammen den gauritischen Stämmen. Das ist eine Clan- und Stammesgruppierung innerhalb der Sanguinary Worlds, also dieser vom Chaos-Anhängern besetzten oder bewohnten Welten, während Anaquanar Sek zu einer anderen Stammes- und Clan-Gruppierung gehört, nämlich den Shidmet-Kahin. Das ist noch eine andere Clan-Gruppierung, eine andere Stammesgruppe innerhalb der Sanguinary Worlds. Und diese Clan-Gruppierung, diese Stämme sind nicht befreundet. Die sind nominell verbündet, wenn es gegen externe Gegner geht, aber ansonsten führen die auch oft genug Krieg miteinander. Und das haben die imperialen Aufklärungsdienste natürlich irgendwann mitgekriegt und sie haben festgestellt, dass der Krieg natürlich viel, viel leichter wird, wenn das Chaos mit sich selber beschäftigt ist. Wenn man dafür sorgt, dass die verschiedenen Machtgruppierungen gegenseitig an die Kehle gehen. Und Lord Sybin, Politiker und erfahrener Militär, der er ist, hat entscheidet, dass endlich ein Projekt in Bewegung gebracht werden soll, was diesen Riss zwischen den Gruppierungen und Machtblöcken vertiefen soll. Und damit wird der Salvation's Reach Plan ausgearbeitet. Und dieser Plan ist nur einer von mehreren. Diese Pläne sehen vor, dass imperiale Truppen bestimmte Standorte, Außenposten und Stellungen der Chaos-Anhänger überfallen, logischerweise niemanden am Leben lassen und Beweise platzieren, die es so aussehen lassen, als hätte dieser Überfall jeweils durch eine andere Machtgruppierung der Chaos-Anhänger stattgefunden. Also das bedeutet, Blood Pact-Stellungen sollen angeblich von Sons of Zek überfallen worden sein, Produktionseinrichtungen und Standorte von Anaquanas-Anhängern angeblich von Blood Pact-Truppen. Also das ist die Idee, dass man sagt, man formuliert eine Form von ein Level an Misstrauen zwischen diesen beiden großen Anführern und eben ihren Anhängern und versucht damit Truppen zu binden, Ressourcen zu binden, weil sozusagen beide Seiten befürchten, dass die Gegenseite sie überfallen wird, angreifen wird, von der Macht verdrängen will. Das ist der Plan, den Sybin ursprünglich hatte. Salvation's Reach ist dabei ein Raubzug, ein Überfall von insgesamt 29 geplanten. Und Sybin ist, da kommen wir wieder zum Thema, dass er Politiker ist. Einerseits sind das natürlich Pläne, wo er sagt, wenn die funktionieren, dann sind die gut für meinen politischen Status, was das Thema Aufstieg angeht, was das Thema Ruhm angeht, was das Thema Bedeutung im Kreuzzug angeht. Wenn es schief geht, habe ich nichts verloren. Aber er ist gleichzeitig klug genug, dass, obwohl er natürlich das für einen eigenen Zweck macht, er gleichzeitig sowohl den Warmaster Makaroth als auch natürlich Gaunt als jemanden, der diesen Salvation's Reach Plan ausarbeitet, ein Stück weit abschirmt, indem er das so konzeptioniert und so verkauft,
dass dafür nur begrenzte Ressourcen eingesetzt werden, dass also das Monitorum überhaupt nicht unterstellen kann, so, hey, hier sind Mittel verschwendet worden für ein Himmelfahrtskommando, was gar keinen Erfolg haben kann oder ganz keinen Erfolg haben soll. Und gleichzeitig ist er tatsächlich auch bereits ein Stückchen zurückzutreten. Er setzt sich natürlich des politischen Gewinns selber absolut bewusst, wenn die ganze Nummer klappt. Aber er weiß, er braucht die Hilfe der Astartes, die am Kreuzzug beteiligt sind. Und die Astartes werden nicht mit ihm einen Deal machen, weil sie ihn halt eben als nicht als Kämpfer, als Krieger an der Front sehen, sondern wenn, dann machen die einen Deal mit Gaunt. Denn den sehen sie als eine ähnliche Art Anführer, wie sie selber respektieren. Jemand, der von vorne führt, der seine Truppen selbst in den Kampf führt. Und Cyberon lässt es dadurch zu, dass er in den Augen der normalen imperialen Wahrnehmung fast schon erniedrigt oder niedrig gestellt wird, verglichen mit einem Oberst, denn mehr ist Gaunt zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und dadurch kommt ein Deal mit den Astartes zusammen zustande, die unterstützen die Operation Salvation's Reach, 3 Space Marines begleiten die Gaunt's Ghosts auf diese Mission und das Imperium stellt ein einzelnes Schiff zur Verfügung, die Sir High Armaduke, das ist eine Fregatte, älteres Schiff, tatsächlich so ein bisschen am Ende seiner Laufbahn, wird wahrscheinlich irgendwann ausgemustert, gebraucht, entwaffnet, verkauft. Und da wird davon ausgegangen, wenn das Schiff verloren geht bei dieser Mission, ist es nicht weiter schlimm, weil man rechnet eigentlich nicht mehr damit, dass man das sonst sinnvoll einsetzen kann. Und Salvation's Reach ist ein Standort vom Anarchen und zwar so eine Art, naja, nicht Rüstungsproduktionswelt, sondern eine Entwicklungswelt, also eine Welt, wo Waffensysteme, Technologien, neue Kampfmittel entwickelt werden und wo so Forschung und Entwicklung stattfindet. Und das Dark Mechanicum hängt da drin, die sich dann aber weniger auf die klassische Technologie verlassen, sondern viel mit Dämonenmaschinen arbeiten und viel natürlich mit dämonischer Chaosmagie agieren, um eben neue Kriegsmittel für den Anarchen und für seine Kriegsmaschinerie von den Sons of Sack zu schaffen. Und das ist ein perfektes Ziel fürs Imperium, weil einerseits bei einem erfolgreichen Raid werden die Ressourcen der Chaos-Truppen empfindlich geschwächt, weil eben diese Waffenentwicklung mindestens ausgebremst wird. Wenn das Ganze klappt und wenn die Beweisplatzierung funktioniert, sorgt das definitiv für Zwist zwischen den Chaos-Truppen, weil natürlich die Sons of Sack und die Anhänger einer Quana Sex insgesamt sowas nicht auf sich sitzen lassen werden, selbst wenn er jetzt selber sagen würde, ja, ob das so wirklich stimmt, dass das Anhänger des Archonten sind, weiß ich nicht, aber es fördert Misstrauen, es fördert Übergriffe, die zu Kämpfen führen können. Und das Imperium gewinnt natürlich auch durch so einen Überfall eine Information, die es selber für den Krieg benutzen kann. Der Raid läuft an, der funktioniert auch. Die Ghosts verlieren unweigerlich Truppen. Aber das Platzieren der Beweise klappt. Und die anderen Raids, nicht alle von ihnen erfolgreich, funktionieren in ihrer Grundkonzeption ebenfalls. Und das sorgt dafür, dass eben dieses erhoffte Misstrauen wächst. Es gibt imperiale Aufzeichnungen aus dem Nachrichtendienst, dass es immer wieder zu Kämpfen zwischen Truppen von Sack und von Gaur kommt. Und dass hier und da tatsächlich komplette Planeten, die schon immer unter der Herrschaft der Chaos-Truppen oder der Chaos-Anhänger standen, komplett verwüstet werden. Dass teilweise bei befreiten Welten sich Beweise finden lassen, dass es zu Kämpfen zwischen Sons of Sack und dem Blutpakt kommt. Also der Plan geht auf, der Plan funktioniert, nur haben Gaunt und seine Leute da erstmal nichts davon, denn die Sir High Armaduke gerät in einen Warpsturm, verschwindet darin auch erstmal und nach einiger Zeit wird das Schiff einfach als verloren eingestuft und alle an Bord als gefallen. Das ist so nicht korrekt, aber das weiß das Imperium natürlich nicht. Das Imperium erkennt zwar, dass der Überfall offenbar funktioniert haben muss, weil die Resultate, auf die man gehofft hat, eintreten. Aber man geht davon aus, die Taniter sind verloren, sie werden posthum belobigt und Gaunt wird posthum zum Lord Militant ernannt. Also tatsächlich nochmal posthum explizit befördert in einen der fast höchstmöglichen Ränge innerhalb des Astra Militarums.
Und an der Stelle könnte man jetzt sagen, okay, die Geschichte rund um Gaunt und seine Leute endet. Das stimmt natürlich für diejenigen, die die Romane gelesen haben, nicht. Die Geschichte geht weiter, aber erstmal sind nicht nur Gaunt und eine Handvoll seiner Leute verschwunden, wie damals auf einer Geheimmission, sondern das komplette Regiment. Und die Geschichte könnte an der Stelle zu Ende sein. Und diese Aktion wäre so das letzte Ruhmesblatt in der Geschichte der Tanita. Fände ich einen guten Abschluss, aber der Kreuzzug geht weiter. Natürlich ist Anna Kwanasek immer noch an der Macht. Der Archont ist immer noch an der Macht. Und wir sehen dann sozusagen, wie sich die Geschichte darüber hinaus entwickelt. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass das Imperium eben mehr macht, als einfach nur Frontalangriffe mit der maximalen brachialen Kraft des Astra Militarums, dem Hammer des Imperators, zuzuschlagen und den Gegner einfach zu zerquetschen, sondern dass das Imperium und seine Kommandostrukturen durchaus klug genug sind, mehr und anderes zu tun, als einfach nur Truppen auf irgendein Problem zu werfen. Das ist zwar sonst die Defaultlösung, ist natürlich auch im Tabletop immer das, was sich bespielen lässt, aber wir haben jetzt an der Stelle einen Ereignis oder eine Handlung eines Romans und eines Handlungsbogens, der sich meines Erachtens tatsächlich auf dem Spieltisch umsetzen lässt, in sowohl Killteam als auch im klassischen 40k und andererseits aber eine Subtilität mit sich bringt, die das für das Imperium sonst nicht bekannt ist. Und damit finde ich diesen ganzen geschichtlichen Bogen rund um Salvation's Reach ganz, ganz spannend. Und er bereitet eben die Bühne für die großen Ereignisse und eben auch für den Auftritt Gaunts auf der größeren Bühne. Und das macht das Buch und macht diese Ereignisse innerhalb des Sabbath Crusades für mich zu so einem neuen Ansatzpunkt für einen neuen Handlungsbogen. Andere Handlungsbögen sind abgeschlossen worden und da endet auch eine ganz bestimmte und ganz wichtige Phase innerhalb des Kreuzzuges. Und damit ist das so ein singuläres Ereignis, auch wenn das nur einer von 29 Raids ist, der Bedeutung kriegt und der erzählerisch einfach spannend ist. Und was passiert, wenn sich herausstellt, dass Gaunt und seine Tanita nicht tot sind und Gaunt jetzt plötzlich ein Lord Militant ist und damit sehr, sehr hochrangig. Darauf gehen wir, glaube ich, dann in den nächsten Folgen hier vom Deep Dive ein. Aber wir nähern uns so langsam dem Abschluss dieses Deep Dives zu diesem imperialen Kreuzzug. Also so sehr viele Videos werden dazu nicht kommen. Ich werde mal gucken, mit welchem Themenblock ich mich dann in Folge beschäftige. Ich danke euch aber an der Stelle erstmal fürs Zuhören. Hoffe wie üblich auf Feedback in den Kommentaren. Lasst mich gerne wissen, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr sagt, hey, Spekulationen, wie sich Ereignisse entwickeln könnten, wenn ihr die Romane noch nicht gesehen oder gehört oder gelesen habt. Und ansonsten bedanke ich mich wie üblich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.